Was für eine tolle Woche der Markt doch gesehen hat. Wir sind immer wieder nach oben gegappt. Wir sehen das hier. Der Dow Jones beispielsweise hat nach dem Wochenende hier schon das erste Gap gebracht. Dann zwischendurch mal ein bisschen Päuschen, aber auch heute mit dem Aufwärtsgap. Also es sieht alles sehr, sehr hoffnungsvoll aus, was wir da sehen. Auch der DAX ist, was das angeht, gut unterwegs gewesen mit vielen Gaps auf der Oberseite. Und bis jetzt, kurz vor dem Wochenende, jawohl, wir haben Ostern vor der Tür. Das heißt, morgen ist kein Handel. Wir müssen also damit rechnen, dass wir ein langes Wochenende vor uns haben. Und lange Wochenende schreien nach viel Möglichkeit, gerade in der aktuellen Situation, für neue Nachrichten. Das heißt, eine mögliche Gap-Gefahr besteht. Viele wissen das. Wenn man einen Kontrakt handelt, der 24 Stunden handelt, typischerweise CFDs, die kann man 24 Stunden handeln. Viele Futures kann man entweder wirklich 24 oder nahezu 24. Auch der DAX geht ja inzwischen nachts. Als wenn man den als Future handeln mag, CFDs sowieso, dann hat man diese große Gap-Gefahr nicht so sehr. Nicht so sehr wie beim Index. Beim Future sieht das dann hier ein bisschen zusammenhängender aus. Aber es ist natürlich über ein Wochenende der Markt trotzdem zu. Das heißt, da ist dann die Sorge, dass man vielleicht dann, wenn es dann in der nächsten Woche weitergeht, tatsächlich mit dem Kurssprung dann aufmacht. Deshalb ist es da gar nicht so uninteressant, mal zu gucken, wie die Märkte, insbesondere in Amerika, heute jetzt die Woche beschließen, ob sie dieses Niveau tatsächlich halten, ob man sagen kann, okay, nein, es ist gewollt so, dass man sagt, wir sind hochgekommen und wir vertrauen der Sache, wir bleiben drin, auch wenn natürlich mit Corona die Chance besteht, dass am Wochenende vielleicht irgendwelche Zahlen bekannt gegeben werden oder sonst irgendwas. Also ich weiß nichts, das ist auch nichts jetzt im Hinterkopf, aber wir müssen nur die Sorge ja haben, dass irgendwelche Daten eventuell rauskommen, die den Markt nächste Woche negativ aufmachen lassen. Wenn es nach oben geht, wäre natürlich super, nächstes Aufwärtsgap, hervorragend. Wenn also die Marktteilnehmer jetzt bis zum Tagesende drin bleiben, es also gegen Tagesende keinen deutlichen Abverkauf mehr geben sollte, würde das für Marktstärke sprechen. Heißt allerdings vorsichtig gesprochen nicht, dass der Markt nicht auch mal nach unten gappen kann. Aber es zeigt zumindest mal, dass die grobe Markt oder die große Marktteilnehmerschaft an den Markt glaubt und einfach sagt, wir können da durchaus drin bleiben, wäre also ein Stärkezeichen. Insgesamt können wir ja festhalten, dass der Markt immerhin sein Pflichtprogramm schon erledigt hat. Was den Dow Jones angeht, wäre eigentlich die 25.000er Marke durchaus ein Klassiker. Das muss natürlich nicht erreicht werden. Wir sind auf dem besten Wege dahin. Die Frage ist, also heute vorm Wochenende werden wir das wohl nicht mehr schaffen, aber die Frage ist, macht er das halt in einem Rutsch jetzt noch nach oben durch oder gibt es zwischendurch nochmal deutlichere Rücksetzer? Das werden wir dann wohl sehen, hängt eben auch davon ab, wie die Marktteilnehmer jetzt in den nächsten Stunden sich entscheiden. Wie sollte man also heute nochmal damit umgehen? Wir persönlich schließen Positionen auf kleinerer Ebene immer über solche Feiertage, also auch normalerweise übers Wochenende. Insofern wird alles, was wir auf Intraday-Basis im mehrfachen Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten Bereich handeln, schließen wir immer. Stundenbasis handeln wir sehr viel oder 4-Stunden-Basis wird auch übers Wochenende geschlossen. Nur Sachen, die auf eine längere, auf ein größeres Szenario angelegt sind, die lassen wir auch mal laufen, weil wir einfach sagen, okay, im schlimmsten Fall gibt es dann natürlich auch ein Gap, aber trotz alledem ist das von der Positionsgröße dann so dimensioniert, dass wir notfalls auch mit dem Gap leben können. Das heißt, all das, was wir jetzt heute so auf dem Plan haben, wird im Prinzip im Fokus stehen. Gibt es irgendwo eine starke Aufwärtsbewegung und eine wackelnde Abwärtsbewegung? Wir kommen jetzt hier so ein bisschen runter. Das gäbe vielleicht für den Schlussspurt heute nochmal ein interessantes Szenario, wenn wir irgendwie sowas in der Richtung hier bekommen. Im Moment deutet sich das ein bisschen an. Es ist also nicht unrealistisch, dass wir so etwas bekommen und dann eben sagen können, okay, vielleicht kann man dann die letzten Stunden des Tages dann nochmal nutzen, hier die Aufwärtsrichtung mitzunehmen, wenn der Kurs dann nochmal wieder durch solche Niveaus dann eben nach oben geht. Das geht auf grundsätzlich allen Zeitebenen, allerdings Stunde wird dann irgendwann knapp vor dem Wochenende. Das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so sinnvoll, denn, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, selbst ein gesetzter Stopp wird natürlich übers Wochenende nach dem Gap dann entsprechend erst ausgeführt. So, also insofern, das sollte man im Hinterkopf behalten. Wochenende, Punkt 1. Das zweite ist, sind die Marktteilnehmer bereit, die Position zu halten? Terminlich sind wir heute durch. Wir haben jetzt nichts Neues noch mehr zu erwarten gegen Ende des Tages, was wirklich marktbewegend ist aus meiner Sicht. Wir hatten heute schon Zahlen, die sind ein bisschen besser ausgefallen. Auch das dürfte dazu beigetragen haben, dass der Markt sicherlich nicht ganz negativ
draus ist, wobei besser ist so eine Sache. Bei den Initial Jobless Claims ist es höher ausgefallen, als es erwartet ist, erwartet wurde. Aber die Produzentenpreise, die sind ein bisschen weniger stark gestiegen, zumindest mal was die eigentlich wichtige Monatsrate angeht, aufs Jahr gesehen allerdings auch nicht wirklich viel besser. Im Gegenteil, es ist zwar besser als zuvor, aber es wurde mit noch weniger Inflation eigentlich dort gerechnet. Wir sehen also, eigentlich ist der Markt nicht abhängig davon, was die Nachrichten im Moment bringen, sondern weitestgehend davon, wie die aktuelle Situation eingeschätzt wird. Und offensichtlich sind die Marktteilnehmer im Moment guter Laune. Wollen wir mal gucken, dass es so bleibt? Ich sage an dieser Stelle einen ganz herzlichen Gruß aus Japan. Meine besten Wünsche, ein frohes Osterfest, egal wie es jetzt dieses Jahr aussehen sollte. Und wenn man nur in seinen eigenen vier Wänden oder in seinem Garten bleiben kann, na, dann machen wir das halt einfach so. Genießen die Zeit ein bisschen zu Hause, alleine oder mit den wenigen Liebsten, die man um sich scharen darf. Dann freuen wir uns, wenn es nach Ostern weitergeht. Von meiner Seite und dem ganzen Team von Finanzmarktwelt erstmal ganz liebe Ostergrüße.